Piraten fordern Rücktritt ihres Berliner Landesvorsitzenden. Innerparteilicher Streit wegen unterschiedlicher Auffassung zur Meinungsfreiheit. Berlin. Innerhalb der Piratenpartei ist ein heftiger Streit entbrannt. Grund der Meinungsverschiedenheit sind unterschiedliche Standpunkte zum Thema Meinungsfreiheit. Zwar spricht sich die Partei laut diverser Medienmeldungen für Bürgerrechte und Freiheit aus, jedoch gehen gerade bei der Definition der Freiheit die Meinungen innerhalb der Partei weit auseinander. Mehrere Mitglieder, die in der letzten Zeit von ihrem Recht auf Meinungsäußerung Gebrauch machten, werden nun von anderen Parteimitgliedern stark kritisiert, indem diese freien Meinungsäußerungen als rechtsradikales Gedankengut verunglimpft werden. Der Streit ist mittlerweile derart eskaliert, dass nun sogar der Rücktritt des Berliner Landesvorsitzenden gefordert wird, weil dieser sich gegen das parteiinterne Mobbing ausgesprochen hatte. Der Berliner Landesvorsitzende Hartmut Semken hatte sich in einem Blog gegen den Ausschluss von Piraten gewandt, nur weil diese rechte Positionen vertreten. Träger rechtsradikalen Gedankenguts sind auch Menschen. Wer fordert, dass ich diese Menschen verachten muss, den werde ich enttäuschen müssen. Und weiter: Ich kann dieses, wir müssen uns abgrenzen gegen rechte Ansichten, nicht mehr hören. Wenn du nicht alle rausschmeißen und am besten an den Eiern aufhängen twitterst, dann bist du unmittelbar ein verharmloser, Relativierer, ja, heimlicher Sympathisant. Mit diesen klaren Worten zog er nun selbst den Zorn der Meinungswächter auf sich. Prompt forderten mehrere Piraten, darunter auch der Abgeordnete Oliver Höfinghoff, den Berliner Landesvorsitzenden zum sofortigen Rücktritt auf. Andere Mitglieder des Landesverbandes rieten erstmal zu einer sachlichen Aussprache. Semken zeigte sich betroffen von der Rücktrittsforderung. Aufgrund des innerparteilichen Drucks bezeichnete er seine Verteidigung der rechtsgerichteten Parteimitglieder inzwischen als womöglich größten Fehler meines Lebens. Er wolle aber nicht sofort zurücktreten, sagte Semken laut dpa-Information.